Herr Müller. Also ich würde da doch widersprechen wollen, weil die Leute, wenn sie sagen, wir haben das Gefühl, wir werden über den Tisch gezogen, wenn wir Geld nach Griechenland überweisen, ist es ewig. Das sehen die Leute sehr richtig. Und die Griechen selbst sehen es ja genauso. Denn das Geld geht ja nicht zu dem Bürger auf der Straße, zu den normalen Griechen. Die werden ja nicht von den Griechen über den Tisch gezogen. Von der griechischen Regierung über den Tisch gezogen. Das sind ja auch Griechen irgendwo. Ne? Und die wurden ja auch mal gewählt. Und die Griechen selbst sagen ja, ich hatte neulich eine Demonstration gesehen, und da war dann eine Übersetzung mit dabei. Da war ein Grieche in der Demonstration, der hat ein T-Shirt angehabt. Ich brauche keinen Sex mehr, der Staat, nicht jeden Tag. Also die Griechen selbst fühlen sich ja von ihrem Staat über den Tisch gezogen. Und das Geld, was nach Griechenland fließt, versickert in diesen Strukturen. Keiner weiß, wo es hingeht. Und das nicht erst seit heute, das schon seit Jahrzehnten, seit sie in der Europäischen Union sind. Seit, ich glaube, 150 Milliarden sind da in dieser Zeit geflossen. Sie kennen die Zahlen besser als ich. Die sind irgendwo gelandet, aber nicht bei der Bevölkerung, nicht in vernünftigen Strukturpaketen. Und das ist das Problem. Wenn wir jetzt weiter Geld pumpen, das kommt ja wieder nicht bei der Bevölkerung an. Es kommt entweder bei den Banken an oder es kommt irgendwo bei irgendwelchen Oligarchen an. Und da muss erstmal die Bevölkerung sehen, dass sie zumindest eine Regierung an die Macht bekommt, die das Geld auch durchleitet zur Bevölkerung. Dazu kommt, dass Griechenland die vollkommen falsche Währung hat. Wir können fünfmal die Schulden erlassen oder sonst was tun. Solange die den Euro haben, werden die nie aus dem Quark kommen. Sie haben die falsche Währung für ihre Leistungsfähigkeit. Damit kann kein Staat der Welt funktionieren. Und die Griechen könnten das beste System haben. Wir machen ja einen Fehler. Wir werfen ja nicht nur den Griechen. Wir werfen den Griechen, den Spaniern, den Iren, den Portugiesen, den Italienern. Wir werfen allen außer uns selbst vor, sie sind zu blöd, Haushalt zu führen. Sie sind nicht in der Lage, vernünftig zu arbeiten. Sie sind alle korrupt, sie sind alle nicht in der Lage und sind böswillig. Denen müssen wir alle mal zeigen, wie man Haushalt führt. Oder ist es einfach so, dass sie alle die falsche Währung haben? Die können selbst bei bestem Willen können die keinen vernünftigen Haushalt führen und können es nur über Schulden machen. Bei Griechenland kommt natürlich die tatsächlich nicht vorhandene Staatsform noch dazu. Aber es gibt durchaus, vielleicht darf ich das noch zu Ende ausführen, ich weiß, es ist ein längeres Statement, aber ich war vorher nicht lange dran. Deshalb nütze ich das mal. Es gibt einen Punkt, über den wurde bisher noch nie gesprochen, zumindest habe ich das öffentlich noch nie gesehen. Es gibt in Griechenland sehr wohl eine sehr dominante Quelle für Einkommen, für Möglichkeiten. Aber das findet irgendwie keinen Widerhall. In Griechenland, vor Griechenland, vor dem griechischen Teil Zyperns, wurden in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten riesige, gigantische Öl- und Gasvorkommen entdeckt. Die wurden soniert, die wurden festgestellt. Amerikanische Firmen beginnen im Moment mit der Bohrung dort. Israel beginnt im griechischen Teil Zyperns im Moment gerade ein Flüssiggasterminal aufzubauen für insgesamt 10 Milliarden US-Dollar, weil Griechenland das Geld nicht hat, das zu machen. Wieso ist die Europäische Union da nicht aktiv? Wieso stellen wir nicht Geld zur Verfügung, beteiligen uns, bauen dort eine Öl- und Gasinfrastruktur auf und sagen, wir sind aber beteiligt an den Erträgen, bekommen wir künftig in der Europäischen Union was zurück? Wieso überlassen wir das amerikanischen, israelischen Firmen und bei uns wird das nicht mal thematisiert, dass da riesige Bodenschätze vorhanden sind, die jetzt ausgebeutet werden, aber weder von den Griechen noch von uns. Was ist da los? Können Sie es beantworten, Herr Bartholomäus? Dasjenige griechische geologische Institut, das in der Lage war, das zu untersuchen und das zu finden, gehörte zu den allerersten Dingen, die mit dem allerersten Sparpaket von der Troika bestimmt geschlossen worden sind. Warum? Das wollte offensichtlich niemand, dass Griechenland das ausbeuten kann. Das ist spannend. Natürlich spannend. Herr Buch, ich will noch mal zurück zu der Seelenlage der Deutschen.